Viren sind nicht nur gefährlich für Mensch und Tier, sondern auch für Mikroorganismen. Befällt nun ein Virus ein Bakterium, so schießt es seine DNA in den Organismus rein und zwingt es dazu, mehr und mehr Viren zu produzieren. Bakterien können sich durch das CRISPR-Cas-System dagegen wehren. Bei CRISPR handelt es sich um einen Abschnitt auf der Bakterien-DNA, der aus 5 kurzen, sich wiederholenden Abschnitten besteht, die in beiden Richtungen gleich abgelesen werden können. Dazwischen befinden sich verschiedene DNA-Abschnitte. Die DNA in den Zwischenräumen variiert von Bakterium zu Bakterium, ist aber identisch zu verschiedenen Viren-DNAs. Das Cas9 ist ein Protein und bindet an den CRISPR-Abschnitt. Die 5 sich wiederholenden Abschnitte werden CRISPR-RNA-Repeat genannt. Dazwischen liegt die CRISPR-RNA-Spacer-Sequenz. Die Wirkung ist nun folgende. Greift ein Virus ein Bakterium an, so kann es sich wehren, indem ein Abschnitt seiner DNA vom Bakterium abgelesen wird und in eine RNA übersetzt wird. Solch ein DNA-Abschnitt wird nun als CRISPR-RNA-Spacer-Sequenz eingelagert. Kehrt der Übeltäter zurück, erkennt dies das CRISPR-Cas-System aufgrund der eingefügten Sequenz und kann an der feindlichen Virus-DNA binden. Der sogenannte PAM-Abschnitt auf der Virus-DNA aktiviert hierbei das Cas9 und das Cas9 kann durch seine Endonuklease-Funktion die Virus-DNA zerschneiden und unschädigen. Dieses Verfahren kann im Labor so genutzt werden, dass die CRISPR-RNA-Spacer so gewählt wird, dass gezielt jene DNA geschnitten wird, die man verändern will. Ist die DNA geschnitten, sucht sie sich nun einen neuen passenden Abschnitt. So stellt man eine im Labor konstruierte Sequenz her, die stattdessen eingesetzt wird. Vielleicht habt ihr etwas von den Aufregungen rund um den Einsatz von CRISPR-Cas bei menschlichen Embryonen mitbekommen. Dabei wurde ganz simpel ausgedrückt ein Gen, das, wenn es mutiert ist, eine Herzmuskelschwäche auslöst, inaktiviert. Das Forscherteam von der Uni Portland injizierte dabei Spermien, die den Gendefekt in sich trugen, in gesunde Eizellen und gaben das CRISPR-Cas dazu. Dies schnitt der DNA-Strang mit dem Defekt und setzte den gesunden Abschnitt ein. Ein Artikel im Fachmagazin Nature zeigt, wie besorgt ein Teil der Wissenschaftscommunity über diese Entwicklung, vor allem in Hinsicht auf das Verändern der DNA auf embryonaler Ebene, ist. Sie fordern einen öffentlichen Diskurs und eine Unterzeichnung der Wissenschaftscommunity, dass keine Reproduktionszellen verändert werden dürfen. Manche Wissenschaftler sehen in CRISPR-Cas die Möglichkeit, HIV zu bekämpfen. Entweder durch das Ausschneiden der Virus-DNA aus infizierten Zellen oder durch das Bearbeiten der menschlichen Zellen, sodass der Virus nicht mehr in die Zelle gelangen kann. CRISPR-Cas kann in Bakterien, Tieren, Menschen und Pflanzen eingesetzt werden, indem es jede DNA beliebig verändern kann. 2016 erhielt Monsanto die Lizenz des Broad Institutes und darf das System nutzen, um Mais- und Sojasorten ertragreicher und krankheitsresistenter zu machen. Monsanto darf dabei jedoch nicht sogenannte sterile Pflanzen entwickeln. Das sind Pflanzen, bei denen zum Beispiel keine Samen gebildet werden können. Das würde nämlich Pharma dazu zwingen, jährlich neue Samen zu kaufen. In den USA wurden mit CRISPR nicht bräunende Champignons hergestellt. Aber auch das Züchten von Kaschmirziegen, sodass sie längere Haare und mehr Muskeln für den Verkauf haben, und das Manipulieren von Wachstumshormonen bei Schweinen, sodass kleinere und süßere Varianten entstehen, sind Einsatzgebiete von CRISPR-Cas.